Hotel Adlon, November 2010. Wladimir Putin, zu der Zeit russischer Ministerpräsident, ist zu Besuch in Berlin. Er wird hofiert von der Creme de la Creme der deutschen Wirtschaft. Alle wollen Geschäfte machen mit Putins Russland. Josef Ackermann entwirft kühne Ideen über die europäische Integration Russlands. Habe ich damals schon gesagt, das war noch vor der Niemand ahnt damals, dass diese Vorstellung einmal im Abfallkorb der Geschichte landen würde. Aber dass Russland Teil dieses Währungsraumes wird, ist schon aus ureigenem europäischen Interesse, wenn man sieht, was in Asien sich entwickelt. Ich erinnere mich an ein Panel mit dem Chef von Volkswagen, Siemens, ich und Putin in Berlin. Und da waren wir alle außerordentlich erpicht, eigentlich uns das Marktpotenzial in Russland zu erschließen. Damals war man, glaube ich, der festen Meinung, wir müssen Russland als Partner gewinnen und als Teil Europas sehen. Als Josef Ackermann uns dieses Interview im Oktober 2021 gibt, ist Putins Krieg in der Ukraine noch nicht absehbar. Vermutlich hätte er sich sonst zurückhaltender geäußert über seine freundschaftlichen Beziehungen zum Kreml-Chef. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis. Er hat auch den Rat geschätzt, würde ich meinen, wie viele andere. Seit Ackermanns Wahl zum Vorstandssprecher 2002 spielt Russland eine immer größere Rolle für die Deutsche Bank. Die Beziehungen stehen unter dem Schutz des Kreml. In der Moskauer Niederlassung der Deutschen Bank herrscht Goldgräberstimmung. Ich erinnere mich, dass Putin einmal Frau Merkel angerufen hat, die Deutsche Bank ist meine Bank. Also für ihn war Deutschland und damit die Deutsche Bank außerordentlich wichtig. Und die Rolle haben wir auch gespielt und haben auch gut Geld verdient. Putins Bank hat in Moskau gut Geld verdient, weil sie bereit war, alle Kunden zu akzeptieren. You need to turn a Man musste sich schon blind stellen, um einige der unschönen Dinge ignorieren zu können, die damals Russland beherrschten. Zum Beispiel die Gangs und die organisierte Kriminalität. Aber Ackermanns Beziehungen zu Putin waren ziemlich unkompliziert. Und wir sehen später die Folgen auf einigen Gebieten, mit denen er zu tun hatte. Wladimir Putin und Josef Ackermann treffen sich mehrfach im Kreml. Oder in der Residenz Novo-Ogarjovo. Beide haben sich offenbar gut verstanden. Josef Ackermann und Wladimir Putin waren Dudes-Freunde. Sie haben Deutsch gesprochen, sie haben sich besucht. Vielleicht war auch ein bisschen gebauchpinselt, der Josef Ackermann, dass der Herr Putin eben ihn da offenbar sehr wahrnimmt als wichtige Person und ihn schätzt. Zu Putins Inner Circle gehört zum Beispiel Andrei Kostin, Chef der staatlichen VTB-Bank. Die Deutsche Bank hat Kostins VTB 2007 einen Kredit von 1 Milliarde Euro eingeräumt. Als Kostin für seinen Sohn einen Job sucht, hilft die Deutsche Bank gerne. Die Unterstützung von Verwandten hochrangiger Politiker und Beamter scheint übliche Praxis in Moskau. Aber ist das nicht Korruption? Von Korruption habe ich in der Deutschen Bank nie etwas gesehen. Und das hätten wir auch rigide bekämpft, wenn so etwas gewesen wäre. Die Bank hat wirklich im großen Stil Kinder von, also Abkömmlinge von eben Funktionären eingestellt für Praktika oder auch reguläre Jobs und dafür tatsächlich auch Geschäft bekommen. Da hab ich nie etwas gesehen, konnte man auch nie etwas nachweisen. Aber das wirft die amerikanische Börsenaufsicht den Deutschen später explizit vor. Bestechung. Zwischen 2009 und 2012 beschäftigten Angestellte der Deutschen Bank auf Wunsch russischer Beamter deren Verwandte, um Geschäfte oder andere Vorteile zu erhalten oder zu behalten. Dann hat sich die US-Börsenaufsicht darum gekümmert und schließlich eine Strafe verhängt, 60 Millionen Dollar hat die Bank dafür gezahlt. Als die Geschäfte nach der Bankenkrise rückläufig sind, gewinnt Kundenpflege in den Moskauer Nachtclubs an Bedeutung.
Die Deutsche Bank konkurrierte mit russischen Instituten und versuchte deshalb, sich bei potenziellen Kunden beliebt zu machen. Man offerierte ihnen für 3-4 Tage eine wilde Zeit in Moskau und setzte sie dann sonntags in ein Flugzeug nach Hause. Erschöpft, aber zufrieden. Der ehemalige Deutschbanker schreibt in seinen Aufzeichnungen: Ich war ausgesucht worden, Kunden in Bordelle zu begleiten. Ich musste ihnen helfen, eine Frau zu finden, warten, bis sie fertig waren und dann die Rechnung bezahlen. Auch sein damaliger Kollege Tim Wiswill liebt das exzessive Nachtleben in Moskau, bevor er seine Frau kennenlernt und in Amerika heiratet. Als immer mehr Leute die Deutsche Bank Moskau verließen, wurde er schon mit 29 Chef des Aktienhandels. Eine wirklich wichtige Position. Einige seiner Kunden wollen von ihm wissen, wie man große Geldbeträge heimlich außer Landes schleusen könne. Wiswill war der Ansprechpartner für die Geldwäschekunden. Also er ist im Grunde die Schlüsselfigur dieser ganzen Sache. Er sollte aber nicht davon ablenken, dass eben auch die Führungsriege der Deutschen Bank eine große Verantwortung trägt, auch für dieses Geldwäscheschema. Und so funktionierte die Geldwäsche. Ein russischer Kunde kauft von der Deutschen Bank Aktien, bezahlt mit Rubel. Gleichzeitig verkauft die Londoner Filiale die gleichen Aktien, bekommt dafür Dollar gutgeschrieben. Die Dollar werden dann sofort auf Offshore-Konten des Kunden weitergeleitet. Milliardenbeträge sollen auf diesem Wege gewaschen worden sein. Die Dienstleistungen der Deutschen Bank im Schatten des Kreml sind ein durchaus einträgliches Geschäft. Das Geldhaus kassiert hohe Provisionen. Es gibt Berichte des amerikanischen Finanzministeriums, wonach zum Beispiel ein Kunde, der Cousin von Wladimir Putin, war auch Terrorfinanzierer, deren Kunden wiederum die Taliban oder die Hisbollah sind. Oder auch die russische Mafia, der Brother Circle, soll zu den Kunden gehört haben. Insofern sind das alles Kunden gewesen, die natürlich nicht Deutsche Bankkunden sein sollten. Die Lubjanka, früher Zentrale des Geheimdienstes KGB, heute des FSB. Laufen die Transaktionen der Deutschen Bank, Putins Bank, unter den Augen der Spione ab? Oder mit deren Hilfe? Es ist klar, dass es wohl FSB-Verbindungen gab, sowohl mit Leuten in der Deutschen Bank als auch mit Brokern, die diese Geldwäscheoperationen der Deutschen Bank für anonyme Kunden vornahmen. Für die Geldwäsche in Moskau muss die Deutsche Bank später etwa 630 Millionen Dollar Strafe an die amerikanische und die britische Bankenaufsicht zahlen. Sankt Petersburg, Putins Heimat. Hier begann sein Aufstieg bis an die Spitze des Staates. Josef Ackermann zieht es auch nach seinem Ausscheiden als Chef der Deutschen Bank nach Russland. This June in St. Petersburg. The world's power players will convene to redefine the global economy. Jedes Jahr im Juni treffen sich in St. Petersburg Wirtschaftsführer aus aller Welt. Das International Economic Forum ist wie ein Familientreffen der Oligarchen, die unter und durch Putin reich geworden sind. Man muss immer unterscheiden zwischen dem, wie, sagen wir mal, die erste Million zustande kam. Das war natürlich eine Wildwest-Mentalität in Russland, nachdem alles zusammengebrochen ist. Da würde ich auch nicht für jeden die Hand ins Feuer legen. Aber nach dem ersten Reichtum haben viele auch Gutes gemacht. 2012 kommt Ackermann für seinen neuen Arbeitgeber Zürich Versicherung nach St. Petersburg. Er ist von Putin zu einem privaten Essen eingeladen worden. Der will ihm ein Angebot machen. Er hat mich ja dann, darf ich sagen, damals gefragt, ob ich Chairman seines Staatsfonds werden möchte, was ich dann nicht machen konnte, weil ich auch schon
bei der Zürich-Versicherung dann committed war. Er ist so erpicht darauf zu zeigen, wie wichtig, wie gut er vernetzt ist, dass er damit prahlt, Putin habe ihm einen Job angeboten, für den Kreml zu arbeiten. Als wäre das wie eine weitere Auszeichnung als Banker of the Year. Der Mann hat großen Ruhm und Wohlstand erreicht durch seine jahrzehntelange Tätigkeit und man könnte meinen, er sei zufrieden damit und belässt es dabei. Im März 2014 besetzen russische Truppen die Krim. Für Putin ist es, wie wir heute wissen, nur eine erste Etappe bei der geplanten Vernichtung der Ukraine. Josef Ackermann sucht nach der Krim-Annexion die Schuld jedoch eher beim Westen, nicht bei Putin. Ich bin der Meinung, dass man zu weit gegangen ist in der Isolierung von Russland und auch der russischen Führung, die dann in eine andere, extremere Haltung getrieben hat. Im November 2014 reist Putin zum G20-Gipfel nach Brisbane. Beim Gruppenfoto steht er lächelnd am Rande. Draußen gibt es heftige Proteste gegen die völkerrechtswidrige Besetzung der Krim. Genau in dieser Zeit engagiert sich Josef Ackermann auf Zypern. Viktor Wechselberg, der Oligarch aus Putins Dunstkreis, bittet ihn, die Bank of Cyprus zu sanieren. Rückblick. Im März 2013 steht Zypern vor der Pleite. Vor den Banken spielen sich chaotische Szenen ab. Die Zyprioten kommen nicht mehr an ihre Konten. Die Bank of Cyprus braucht dringend frisches Geld. Wechselberg schießt Millionen zu und wird zum größten Aktionär. Irgendwie fühlte ich mich eigentlich verpflichtet, diesem Land zu helfen. Dass die Bank war vor der Pleite, hatte unmögliche Engagements. Da war natürlich auch Geldwäscherei und alles ein großes Thema. Zypern ist ein sonniger Platz für dunkle Geschäfte. Dort konnte man Dinge machen, die man sonst nirgendwo anders hätte machen können. Und von daher hat sich Zypern angeboten als Geldwaschmaschine. Vor allem reiche Russen sehen Zypern als zweites Zuhause. Auf zypriotischen Konten landeten auch viele der Millionen, die mit Hilfe der Deutschen Bank aus Moskau herausgebeamt wurden. Und genau in dieser Zeit will deren Ex-Chef Ackermann die Geldwäsche auf Zypern bekämpfen. Was für eine Koinzidenz. Zur gleichen Zeit, als ihr früherer Chef Chairman dieser Bank in Zypern war, ignorierte die Deutsche Bank Alarmsignale, ignorierte, was andere Institute taten, nämlich sich schnell aus Zypern zurückzuziehen. Sie machte einfach weiter mit den Geschäften. Wenn man das gutartig interpretieren will, war das einfach eine unglückliche Koinzidenz. Das ist Kiew heute Abend, die Hauptstadt der Ukraine. Knapp 3 Millionen Einwohner wird angegriffen. Die Menschen im ganzen Land versuchen, sich in Sicherheit zu bringen, in den Schächten der Metro. Wer irgendwie kann, flieht und merkt, auch das geht nicht mehr. Wladimir Putin greift die Ukraine an. Moskau, Feier am 9. Mai 2022, dem Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Wie konnte sich die Welt so täuschen lassen von diesem Ex-KGB-Mann an der Spitze des russischen Staates, Josef Ackermann inklusive? Ackermann hat wahrscheinlich geglaubt, er könne Putin zu mehr Wirtschaftswachstum bringen. Das Land ist reich an Bodenschätzen und Öl. Es könnte ein wirtschaftliches Powerhouse sein. Stattdessen ist es ein Hort der Korruption. Ackermann mag gehofft haben, wenn er zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in Russland beiträgt, steht er am Ende selbst in sehr gutem Licht da. Der Kurs der Deutschen Bank sinkt nach Beginn des Ukraine-Krieges auf rund 9 Euro. Er ist schon vorher nicht viel höher gewesen, weit entfernt von den Werten 20 Jahre zuvor. Vielleicht wird die Deutsche Bank irgendwann aufgekauft. Der Aktienkurs ist nicht hoch. Die Deutsche Bank wäre nicht teuer. Wir reden über Milliarden. Aber sie wäre vergleichsweise billig, im Gegensatz zu allen anderen Banken, die in der Rangliste vor der Deutschen Bank stehen. Die sind richtig teuer.
Bei der Bilanzsumme schmiert die Deutsche Bank 2021 auf Rang 21 ab. Sie ist schon lange kein erstklassiges Geldhaus mehr. Eine unendliche Geschichte. Ende April 2022 sind schon wieder Ermittlungsbeamte im Haus. Sie kommen diesmal dezent, in neutralen Fahrzeugen. Als müsse noch Rücksicht genommen werden auf den Ruf der Bank. Das Bild der Deutschen Bank ist ramponiert. Es ist nicht mehr die strahlende Bank dieses Landes Deutschland, sondern es ist ein Institut mit einer ganz schlechten Vergangenheit.